bist du also doch gefallen, lieber Tempel. Haben sie dich entweiht? Naja, hoffentlich endlich nicht wie Yalan. Und mit diesen Worten würde ich auf den Speer zuschwimmen und ihn anfassen wollen. Du fährst ihn an und es passiert nichts. Würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Verdammt. Du siehst wohl, wie so ein bisschen roter Dampf von dieser Lustgrotte aufsteigt. Und ein Grollen, was du wohl vernehmen kannst. Unter Wasser. Ein Druck, der dir entgegensteigt. Eine Wärme, eine angenehme Wärme, die dich so versucht, in dieses Loch zu ziehen. Und du kannst stöhnen hören. Ich höre und gehorche, ich höre und gehorche, ich höre und gehorche. Und damit würde ich mich abwenden und mit dem Speer davonschwimmen wollen. Du schwimmst mit einer Hand am Speer wieder durch den Gang an den Wurzeln vorbei. Er fühlt sich schwer an, angenehm schwer. Scheint aus keinem besonderen Metall zu sein, zumindest unterirdisch oder unter Wasser kannst du das noch nicht ausmachen. Und dich dann wieder nach oben drücken, den Wendelgang folgend. Immer mal wieder dieses Wasser aus deinen Lungen oder aus deinen Kiemen rausdrücken und versuchen zu atmen. Und dich dann an dem zerstörten Avesha-Tempel wieder nach draußen stoßen. Als du siehst, wie dort über dir innerhalb des Tempels drei Nachtwinde anstarren. Aus leuchtenden Augen. Ja, ich würde mal auf Attack kommunizieren wollen. Was sagst du? Na, ich grüße die Schützer dieses Ortes. Sie schauen dich an und tatsächlich kommunizieren sie dann zurück. Keine Beschützer des Ortes. Sondern? Sie fragen, wo ist Magier? Frage welcher? Sie geben dir sie deuten Pistole an oder Balestrina. Ich zeige in die Richtung, wo Diamantis sich befindet. Sie nicken und lassen dich dann in Ruhe. Schwimmen mit schnellen, unglaublich schnellen Tritten von dir weg. Nach oben. Ja. Ich nehme nicht an, dass ich die Männer einholen kann. Dementsprechend schwimme ich gemächlicher nach oben. Okay. Ihr könnt auf der anderen Seite warten. Steht ihr einfach nur am Fluss und schaut mal, wann Rafim wieder auftaucht oder was macht ihr sonst? Rumin hat sich im Schneidersitz zur Meditation niedergelassen und folgt Rafim mit den Gedanken. Herr Diamantis wechselt seine Blickrichtung von die Richtung, in der Rafim gegangen ist, als auch das Dorf Yerkesh, wo die Musik seiner eigenen Hochzeit, die er abwesend bleibt, herkommt, und schaut da irgendwie gebannt in beide Richtungen. Ich spicke nervös meinen Arm, ob er wieder anfängt auseinanderzufallen. Ich halte meine Gegenrichtung Ausschau in Richtung vom Fluss weg, ob da irgendwann ankommt. Nee, also keine Reiter, niemand, der jetzt gerade die Aufmerksamkeit von dir verdient. Die Leute scheinen guter Stimmung zu sein und es werden keine weiteren Reisenden erwartet. Dementsprechend bleibt alles ruhig. Dann muss ich auch warten, bis Rafim wieder auftaucht, irgendwann. Okay, wer guckt in Richtung Wasser? Sulamin. Diamant ist auch, aber abseilend. Also manchmal kommt drauf an, wenn mir das zugesteht ist, ja, wenn nicht. Sonst nehme ich auch eine Erschwernis hin. Dann. Sulamin, du kannst erkennen, wie jetzt ein erster roter Turban aus den Fluten des Baron Ula wieder auftaucht. Das ist nicht Rafim. Und dann kannst du einen zweiten und einen dritten Turban erkennen. Sulamin springt schnell wie eine Katze auf die Beine und greift nach den Säbeln. Achtung! Da ist jemand! Ja, ja.
Ja, Initiative. Die Nachtwinde starten akzeleriert. Och, jetzt komm aber! Nachtwinde! Klar. Ja klar, Nachtwinde. Als ob du die schon vergessen hast. Natürlich kommen die. Natürlich habe ich die schon vergessen. So, ich würfel einen W6. 6. Dann haben sie irgendwas wie 20 mal 2 sind 40, sind 46. Denk dran, dass sich nur ihre Basisinitiative verdoppelt. Ja, genau. Aber die Kampf... Also, nee, eben auch die Basisinitiative ohne Kampfreflexe und Kampfgeschwür hast du nicht gesehen. Ja gut, dann sind sie halt irgendwie nur auf 36. Also die werden wahrscheinlich so eine 12 haben oder so Basis. Denn ansonsten kannst du Lavinia wohl kaum mithalten, denn die hält sich ja an die Regeln. 24 plus 6 plus 5. 35 sind sie ungefähr. Ja, was dachten wir uns? So, die Nachtwinde ziehen vor. Dann mache ich einen Sturmangriff auf Diamantis. Mache einen Sturmangriff auf Abelmir. Und einen Sturmangriff auf Serpentilio. Gucken wir, ob die Paradegötter heute noch mit mir sind. Würfel einfach 3W20. Trifft er mich? Mit der 15. Die Nachtwinde haben gute Werte. Ich gehe da mal von aus. Na gut, parieren wir mal. Ha 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 ha! Nirgendwo geht ihr hin! So, was haben die für Werte? Ja. Gut, dann haben alle drei getroffen. Du parierst. Aber ihr pariert. Hast du deinen Säbel gezogen? Hast du schnell ziehen? Nein, aber ich weiß nicht, ich hab jetzt also ein Paradewürfel, keine Ahnung, ob ich. Nee. Jetzt mit Namen, ich muss ausweichen jetzt mit Namen. Dann musst du ausweichen jetzt. Also mit der 7? Zulamin hat es zwar geschrien, aber. Hast du ausweichen 1? Wenn ja, dann hast du es mit der 7 auch geschafft. Ich hab ein paar Basis 9, also ausweichen 9. Dann könnte es nicht oft sein, weil du kriegst noch hier die Erschwernis durch Tanzklasse, die sich aussuchen können. Er wird vermutlich auf N gehen wollen. Ja, dann gehe ich auf N. Dann warte, 4 Punkte, oder? N sind 4 Punkte? N ist eine 2er-Schwärme. Ja klar, aber es wird ja beim gezielten Ausweichen verdoppelt. Ja stimmt, er hat gezielt. Ja, dann 4, dann ist es nicht geschafft. Aber du kannst frei ausweichen. Dann würde ich das machen. Weiß aber nicht, ob du es dann schaffst. Sie kommen gerade aus dem Wasser, sie haben gar kein Flammenschwert an. Ist alles nicht so schlimm. Ja, die, keine Sorge, die machen nur 1W6 plus 4 plus 8. Genau. Haben wir irgendwo ein Inni-Brett oder Position oder so? Nee, wir machen das jetzt ohne. So lange leben die nicht, keine Sorge. Hab ich mir auch gedacht. Habe ich jetzt geschafft oder nicht geschafft, ausweichen? Wurde ich nicht. Da du nicht gesagt hast, du wirst frei ausweichen, hast du es nicht geschafft. So, dann, der erste ist auf Diamantis, du hast aber pariert. Ich habe pariert im Raufen, das heißt, der Schaden ist trotzdem relevant. Mhm. Du sagst, 1W6 plus 4 plus 8. 1 plus 4 plus 8, ja. 5 sind 13. Halbiert. Und die darf ich halbieren. Einmal, das sind 6,5 und das darf ich dann nochmal halbieren. Das ist dann auf 3,25 und damit kommt kein Schaden durch. Dann 6 plus 4 plus 8 sind 18 für Abelmir. Nevermind, ein Schaden kommt hast durch. Hast du einen Schicksalspunkt, Abelmir? Ja. Möchtest du was möchtest du denn Schicksalspunkten? Ich will, dass seine Attacke noch verwirrt. Seine Attacke? Natürlich. Okay. 13, immer noch getroffen. Na gut, dann ist er wahr. Und dann sind das 18 TP für dich. Wohin? Das kannst du selber auswerfen. Und Serpentilio bekommt 3 plus 4 plus 8. Nix kriegt er. Du hast pariert mit der 1. Gut, dann dürft ihr. Wir fangen von rechts nach links an. Serpentilio, was willst du tun? Freie Aktion. Ja, hilft mir jemand. Und dann einen maximal verkürzten Höllenpein. Wow, so, Gott. Lassen wir kurz schauen. Wir müssen einmal die Reichweite verlängern, denn ich pack den Typen nicht an. So, das sind, Vergrößerung der Reichweite 5 Zettel für Stern. Und dann müssen wir ABCDEFGH Höllenpoint eine Aktion runter halbieren. Das sind also nochmal 5 Zettel für Stern. Sind also eine 10er Schwere, das halbiert sich auf die 5F. Und dann, wo habe ich ihn denn? ABCDEFGH. Hast du ihn schon mal rausgesucht, ja? Ja, gar nicht mehr im LC. Jetzt muss ich in meiner Linksliste. HIHA Höllenpoint. Auf Reichweite modifiziert. 5er Erschwernis. Und wir schauen mal, ob wir hier im R von dem Nachtwind kommen. Ich glaube mit einer 18 Jahre. Ja, da müsste ich auch nicht nachgucken. Dann sofern er denn kein Guardianum hat. Einfluss kommt dann noch nicht. Dann legt's ihm baden. Was kriegt er an Schaden? Sag mir seine MR. Seine MR ist 11.
sind 7. Dann verliert ihr jede Runde ZFP Stern, also 7 Ausdauerpunkte. Nur Ausdauerpunkte? Ja, er ist trotzdem kampfunfähig. Okay. Und kann währenddessen nicht handeln. Er darf auf Ausweichen Viertel ausweichen. Richtig, also er hat nur noch die Reaktion. Ach so, ja, okay. Abel mir. Ich würde als erste Aktion meinen Säbel natürlich dir ziehen. Stehst du noch? Ich habe 16 Treffer, 17 Treffer gehalten. Ich habe noch 16 LE. Beherrschungsprobe. Okay. Erschwert um die 17 minus meiner. Deine Wunschwelle. Die ist bei 9, also. Ich wollte kurz sagen, sind 9. 8, also macht das schwer, die Beherrschung richtig. Genau, Selbstbeherrschung plus 8. Hassan springt auf alle Fälle den Nachtwind an. Kampf in Überzahl. Jetzt ist es kein Kampf in Überzahl mehr. Sudamin, was machst du? Mal schauen, wie weit sind das? Das sind nur 4 Shot, oder? Ich bin ziemlich nah dran. Mhm. Kannst du einen Schirmangriff machen? Ja, könnte ich. Sieht der gerüstet aus? Ich glaube Rüstungsschutz 2 oder sowas hat er. Ja, am Schwimmen waren kann es ja nicht viel sein. Ja, gut, dann mache ich einen Sturmangriff. Nee, Rüstungsschutz 0. Na, gucken wir mal. Sturmangriff ist eine 4er Schwernis. Die sind ja schon durch mit ihren Aktionen, oder? Die haben Sturmangriff, ja. Okay, dann nehme ich eine 10er Erschwernis und wir gucken mal. Leider nein. Dann habe ich einen Passierschlag, den benutze ich auch. 6. Sollte getroffen sein. Sind 5 plus 4. Dann Azaban ist K.O. Hippolyta greift den an. Voltax guckt traurig, zieht sein Dolch. Kelbarra ist schon weg. Diamantis steht alleine. Komisch, dass Kelbarra sich genau in dem Moment verpisst, wenn die Nachtwände kommen. Also, Rafim hätte die auch alleine machen können. Alle drei. Ja, klar. Ja, das kannst du von ihm nicht. Das kannst du von ihm nicht erwarten. Welcher von den Nachtwinden ist Höllenpein? Weil wenn er angegriffen wird, hört der Höllenpein auf. Okay, ja gut, dass der Sturmangriff nicht geht. Dann hätte er aber auch nicht Passier schlagen können. Ja, das ist richtig. Stimmt. Also, ich gebe ihm einen Zustand. Entschuldigung, nein. Okay. So, Nachtwind vor mir, ich schnell ziehe meine Ballistrina und schieße dem ins Gesicht. Ich sehe jetzt erst, dass hier überhaupt eine Karte ist. Also, dass wir da drauf sind. Also, da es ein Nachtwind ist, sehe ich auch meine goldene Ballistrina. Und angesagter Schuss ins Auge. Ich würfel einfach einen W20, weil das problemlos auf die 20 trifft aus der Entfernung. Also auf die 19. Und mit der 17 ist es geschafft. Er darf, ich glaube, er ist zu nah dran, um versuchen, das auszuweichen. Ja, er, plus 8 und nee, macht er nicht. Bahn. Dann kriegt er Schaden. Erstmal ist es eine 17, das heißt, es ist nicht die besondere Eigenschaft der Ballestrina getriggert. Die dann ja kritten würde auf 1 bis 3, 1 bis 4? 1 bis 4 krittet die Strina. Hm, okay. So, und das sind 12 Schaden ins Auge. Ins Auge? Darfst du nicht? Das heißt, du darfst ansagen, ins Auge. Hm. Dann kriegt er eine Wunde zusätzlich, 2 Wunden. Wenn 12 sollte eine Wunde sein, das heißt, er kriegt automatisch 2 Wunden am Kopf. Darf eine Selbstpunktsprobe machen, erschwert um die Schadenspunkte über der Wunschwelle. Die sollten nicht so hoch sein. Die ist auch sehr gut. Das geschafft. Aber jetzt hast du eine. Und dann nochmal eine erschwert um 8. Damit er eben die Sachen ignorieren kann. Die verringerte Initiative und Lukas Mali. Aber eigentlich so relevant ist. Nächste Kampfrunde. Ich würde wieder vorziehen. Der hier kann nicht. Der hier kann aber. Abel mir, der kämpft gegen Hassan und gegen Bordita. Ich mache nur noch den von Diamantis. Er macht einen gezielten Stich mit seinem Säbel. Mit einem Säbel kannst du nicht gezielt stechen? Ah, er kann das. Schafft er aber nicht. Mit einem Palasch kannst du. Sind seine Attacke? Ist das seine Attacke irgendwie. Ist die halbiert oder sowas? Oder schlechter mit den Wunden? Nein. Er hatte sie unterdrückt? Fragezeichen. Er hat gut gewürfelt. Ich habe jetzt nur eine Probe gewürfelt, aber 4-4-3. Dann. Er muss dann zweite Galgen.
Ja, also die ist erschwert um 8, aber die wird er wahrscheinlich schaffen. Ja, schafft er. Ja, auch. Doch. Ja. Ist, dann hat er keine Erschwernis. Ja, aber mit der plus 4 und deiner Rüstung, deiner halben Rüstung, schafft das trotzdem nicht. Dann okay. Wandelt er um und schlägt nochmal zu. Macht wieder einen gezielten Stich. 3 geschafft. Okay. Sind ja, das, 2 plus 4 sind 6 an deiner Rüstung vorbei. Ist aber keine Wunde, keine zusätzliche. Kein Glück leider. Und dann werde ich versuchen zu parieren. Ja, ich tue es einfach wieder am Raufen. Und dann darfst du Schaden machen. Habe ich schon mit der 2. 2 plus... Plus 4 sind 6, ja. 6 das, SP. SP wird trotzdem halbiert und geviertelt. Wenn es ein gezielt... Achso, du hast gerauft, ja. Ich habe ein paar... genau. Ja, ich habe pariert. Gut, dann, Serpentilio, du darfst noch handeln. Ich löse mich aus dem Kampf. Und nehme Abstand. Er ist im Höllenpein, er kann nichts machen. Zulamin. Der vor mir ist der im Höllenpein, ja? Er ist im Höllenpein und du bist in seinem Rücken. Der dürfte auch sehr, sehr schön am Schreien sein. Okay, das heißt, wie sind meine Erschwernisse, Erleichterung? Minus 5. Und 3, weil er am Boden liegt. Und 3, weil er sind. Ja, gut. Wir haben da letzte Woche drüber diskutiert. Das sind nicht meine Regeln. Du hast dir da was gedacht. Ja, das war provisorisch. Okay, ich komme mit einer 3er Erschwernis rein, weil ich den Sturmangriff nicht geschafft habe. Das heißt, was war das jetzt? Komm, 10er Buchschlag. Du kannst eine Aktion Position machen, um die Erschwernis abzubauen und dann. Aber dann hast du trotzdem eine 4er. Wieso? Ich habe mich nicht bewegt. Sie kann auch einfach zweimal attackieren. Das geht auch. Komm, klar. Klatsch ihn einfach weg. Ja, ich würfle das einfach. Wir gucken dann wegen den Erschwernissen, ja? Ja, mach mal. Was für was ist jetzt deine Ansage? Ja, 10 ich muss bei dir. Ja, okay. Mut zur Lücke. Nee, einfach nein. Jetzt hast du da noch einen Chip für? Du hast noch einen? Nein, ich habe keinen Chip mehr. Du hast noch eine zweite Aktion. Ich habe 3 Aktionen, wenn ich kämpfe. Ja, du hast noch eine zweite jetzt gerade erstmal. Dann hau ich jetzt erstmal normal drauf, um die Erschwernis abzubauen, wie hoch auch immer die gerade ist. Stimmt, deine Erschwernis wäre auch sogar nur plus 15, aber wäre trotzdem nicht geschafft. Weil, ja, 19 ist einfach echt schlecht. Das ist okay. Aber jetzt getroffen. Dann darf er aber wieder agieren, ne? Ja. Nächste dritte Attacke. Das war Schaden, oder? Gibt ihr erstmal den Schaden, den kriegt er ja. 11, ja, er hat keine Rüstung. Okay. Okay, und da ich heute offenbar nicht so viel Glück habe, machen wir nur eine 6er Ansage. Das war eine gute Entscheidung. 6er Wucht. 5 plus 7, 12. 18. 18. Dann kannst du ihn köpfen. Zustand. Tot. Aber mir liegt der Boden. Hassan und Hippolyta werden das aber gemeinsam regeln. Dann fragt sich noch Diamantis, was willst du tun? Nächster Schuss mit dabei das Trainer? Nein. Das ist mir dann doch zu teuer. Ich dachte, der eine Schuss wär's. Nee, er hat kein Auge mehr, aber. Also, er hat nur noch ein Auge, aber. Er lebt noch. Ja, ich werde ihn treten. Und zwar sage ich einen hohen Tritt an mit einer Ansage von 8. Da wir immer noch auf N stehen, kann ich anders nicht im Raufen angreifen. Und mal schauen, wie es aussieht. Angriff wäre gelungen. Er darf natürlich versuchen zu parieren. Hat er zweimal? Er hat zweimal angegriffen. Nein, er hat nur einmal gezielt gestochen. Er hat zweimal gezielt gestochen. Stimmt, der zweite hat dann irrelevant, dann braucht er nicht parieren. Ja, zweimal passiert, ja genau. Nur einmal getroffen. Wow. Ja, und dann sind das 23 Schaden, also TPA natürlich. Ja, dann fällt er um. Und wenn er dann am Boden liegt und du ihm dann ganz in Seelenruhe den Kopf abschneiden kannst, wenn du das möchtest, könnt ihr sehen,
Wie ein Gott kann Rafim mit einem gewaltigen Speer golden glänzend aus dem Bahumula heraustreten. Oh, was ein... Oh! Sie waren also schneller als ich. Steht da am Strand mit blutenden Säbel über einer Leiche. Rafim! Wie schön, ja, dass ihr euch auch zu uns gesellt. Ja, du hast sie verpasst. Ja. Aber ich hab den Speer alles gefunden. Im Griff. Ich hätte nichts anderes erwartet. Ich hab euch die Nachtwinde gefunden, Diamantis. Könnt mir gerne später danken. Ich danke dir auch gerne hier und jetzt. Aber zeig doch mal das gute Stück, den Speer. Ja, ich würde den Speer mal in den Boden stecken und ihn dabei das erste Mal selber wirklich betrachten. Der Griff ist mit rotem Leder umwickelt und am oberen Teil, kurz unter der Speerspitze, befinden sich die Überreste eines Banners. Also, es ist aus wohl einstmals weißem Stoff, aber blutbefleckt. Und mit einem schlecht zu erkennenden, runden Wappenzeichen, das möglicherweise dem Sultanat Nebachot zugeordnet sein könnte. Ja, finde ich eigentlich ganz schick, das Ding. Da hast du dir was wirklich Feines vom Grund hervorgetaucht. Wie soll denn damit umgehen? In den Geschichten ist das immer Bastrabun, der diese Waffe schmieden ließ. Aber vielleicht irren sich die Geschichten und sie ist eigentlich älter und war ein Geschenk seines Vaters. Angeblich soll sie auch magisch sein. Ja, wisst ihr denn auch, was für ein Metall das gefertigt ist? Das Metall ist auffallend dunkel, fast schwarz. Und ich glaube, ihr habt solches Metall schon gesehen. Sieht aus wie das Gebiss, was du Mira eingesetzt hast auf ihm. Ja, was war das nochmal? Nicht Titanium, sondern das andere. Endurium. Ah, richtig. Oh, ich könnte eine Speersammlung anfangen. Oh, das wäre doch was Feines. Für die Kabine. Ich weiß nicht, ich denke... Ach so. Ich denke, im Vergleich zu dem Titanium ist das vielleicht materiell nicht sehr beeindruckend. Aber ich könnte mir vorstellen, dass deine Kirche sehr fasziniert von dieser Waffe wäre. Aber natürlich, es ist deine, wenn du sie behalten willst. Naja, also erstmal. Du hast ja auch noch gar nicht ausprobiert. Weil wir zu schnell mit den Nachtwinden fertig waren. Ja, ja. Ihr seid ein flotter Haufen. Aber mir jetzt liegt doch nicht so faul darum. Ich glaube, es geht Abelmir nicht so gut. Ach, Abelmir. Hat's denn erwischt? Na, bestimmt wieder nicht ausgewichen. Mit der dicken Plauze wundert's mich auch nicht. Blamin fällt gerade ein, dass sie noch den Heiltrank hat, den man ihr in Yerkesh gegeben hat. Und sie entkorkt den mal, um zu sehen, ob er frisch riecht. Oh, der ist frisch, ja. Ah, der ist 1000 Jahre alt, der ist abgelaufen. Und Abelmir sieht nicht gut aus und ist bewusstlos? Ich weiß nicht, also ich glaube nach einer... Kampfunfähig bist du, nicht bewusstlos, kampfunfähig. Ja, es geht schon wieder. Macht euch keine Sorgen um mich. Abelmir, darf ich euch den Heiltrank anbieten? Wenn ihr meint, ihr braucht ihn nicht mehr? Oh, wir brauchen immer einen nächsten Heiltrank, aber ihr seht gerade wirklich nicht gut aus. Dann überlasst es mir. Ich würde mal meinen Ring rauskramen und mir auf den Finger stecken. Es ist dieser Ring, den ich damals von diesem Chimerologen aus dem bekommen habe, von Vespertini, ist er, glaube ich.
Ja, wie so ein Balsam. Dauert halt bloß 5 Minuten, bis ich wieder zu Kräften komme. Und derzeit würde ich mich auf dem Boden, zweifelsohne etwas ausruhen müssen. Ihr gebt mir 15 LE zurück innerhalb von 5 Minuten. Oh, natürlich, ihr seid vorbereitet, Abel mir. Und ich glaube, wir haben die Zeit, dass euer Artefakt seine Wirkung tun kann. Ja, das wird schon wieder. Lasst mir nur einen ganz kurzen Moment. Oh, was machen wir eigentlich mit dem? Sollte mal auf Azabot. Das ist eine sehr gute Frage. Wir könnten ihm die Fesseln abnehmen und ihm erklären, dass wir ihm das Leben gerettet haben. Aber ich glaube, er ist eine Gefahr, wenn er frei herumläuft. Die Frage ist, ob wir jemanden davon überzeugen können. Jemand sollte ihm einmal ernsthaft ins Gewissen reden. Ich weiß nicht, was er dort drüben gesucht hat, aber... Nun ja, die Anzeichen der Versuchung waren stark an ihm. Außerdem hat er, und ich würde mal ganz unauffällig auf Diamantes zeigen, ihn hier gesehen. Obwohl er eigentlich da sein sollte. Nun, wir sollten ihn auf keinen Fall mit auf die Hochzeit nehmen. Aber dorthin wollen wir doch eigentlich ohnehin nicht. Naja, kann ein Schiff Jäger zu viele Raya-Geweihte haben. Ich habe starke Ansichten darüber. Ja, du hast über alle starke Ansichten, vor allen Dingen was Magie angeht. Nun, ich bin schließlich der ausgewiesene Experte auf diesem Schiff. Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, ihn mitzunehmen. Wir würden ihn gewissermaßen entführen, aber... Du betrachtet es eher, ihn eine Weile als Gast zu halten. Ja, ich glaube auch. Naja, oder er bleibt in eurer Stadt. Das ist ja schön. Bisschen runtergekommen, bisschen kaputt, bisschen voll mit Flüchtlingen, aber sonst schön. Nicht ohne Aufsicht, aber wenn wir jemanden finden, der ein Auge auf ihn haben kann, wäre auch das eine Idee. Wir sollten uns in der Nacht die Pferde holen. Aber da ist noch eine andere Sache. Lasst uns ein bisschen weggehen, nur für den Fall, dass er wieder zu sich kommt. Und ich kann auch nochmal gegentreten. Ihr habt schon genug Schaden angerichtet. Es reicht völlig, wenn wir ein paar Meter weggehen. Ich hoffe, es kommen nicht noch mehr Nachtwinde. Danke. Ja, ich habe das Lächeln auch in deinem Gesicht gesehen, Diamantis. Aber wenn ja, was wollt ihr sagen? Wenn wir es schaffen, ungesehen noch einmal die Mondsilber-Sultana zu sprechen, sollten wir das, glaube ich, tun. Ich habe einen Verdacht. Iphemia schien selbst nicht zu wissen, in wessen Körper die Miona gefahren ist. Ich denke, was diesen Teil angeht, sind wir uns einigermaßen sicher. Aber Sybia hat etwas Interessantes erwähnt. Und zwar wollte ich von ihr wissen, warum Eleonora mich offenbar nicht leiden kann, obwohl wir uns nie begegnet sind. Und dann wirkte sie bedrückt und sie erzählte mir, dass Eleonora sich sehr verändert hätte. Es ist nicht viel, aber ich glaube, es ist eine Spur, die beunruhigend genug ist, dass wir ihr nachgehen sollten. Und wir sollten Sybia al-Nabab warnen. Denn wenn mein Verdacht stimmt, dann ist ganz Aranien in großer Gefahr. Dann hat die Miona im Grunde alles erreicht, was sie immer wollte. Die Herrschaft über Uron und Aranien. Wenn auch im Verborgenen. Naja, möglich, aber bedenkt, dass sie auch lange in Gefangenschaft war. Vielleicht hat sie auch das verändert. Was meint ihr damit? Ich dachte, Eleonora ist die Herrscherin von Aranien. Eleonora ist die Herrscherin von Aranien, das ist wahr. Aber ihr sagtet doch eben, die Miona soll über Aranien herrschen. Wie ist das denn möglich? Es ist kompliziert.